es zahlen. Danke, Herr Belder. Herr Stadler, eine Minute. Herr Präsident, ich lehne diesen MFR ebenfalls ab, wenn auch aus anderen Gründen als die Kollegen etwa der Liberalen oder der Grünen. Ich möchte mich der Kritik anschließen, dass es leider nicht geändert wird, auch durch diesen MFR nicht, dass man derzeit Rechnungen, offene Rechnungen ins nächste Haushaltsjahr verschiebt und damit sozusagen einen immer größeren Bereich, einen größeren Rucksack mitschleppt und die jeweiligen Budgets der Folgejahre belastet. Das ist ein Problem, das man wieder nicht in den Griff bekommt. Auch die enorme Diskrepanz zwischen den Verpflichtungsermächtigungen und den Zahlungsermächtigungen von mehr als 50 Milliarden ändert man nicht. Und das hängt ja damit zusammen, dass man mit dieser Methode das Verschuldungsverbot im Grunde umgeht und damit Primärrecht bricht. Aber als Vertreter eines Mitgliedslandes, das als Nettozahlerland sehr entscheidend zur Finanzierung dieses Finanzrahmens beiträgt, muss ich Ihnen ganz klar sagen, solange es dieser Europäischen Union nicht gelingt, dem, was Olaf, aber auch insbesondere der Rechnungshof in seinen Berichten seit Jahr und Tag feststellt, nämlich dass es zu milliardenschweren Veruntreuungen kommt, von Betrug von EU-Geldern, Fördermissbrauch, Verschwendung von EU-Geldern, das Verschwinden in mafiösen Kanälen, solange das nicht in den Griff zu bekommen ist, solange bin ich nicht bereit, irgendeinem Budget oder einem mittelfristigen Finanzrahmen zuzustimmen, der mein Land weiter belasten wird. Herr Stadler. Tiene la palabra por minuto y medio el señor Lavia. Anderthalb Minuten, Herr Lavia, bitteschön. Grazie, Präsident. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident. Ich denke, am Ende dieses langen Verfahrens eine Einigung herbeizuführen.